Also, es ist wieder mal 17 Uhr, meine Damen und Herren, und jetzt geht's los mit Chronicle Journal Club. Und das Bild aus dem New England Journal diese Woche ist dieses. Und schon etwas los mit der Nase dieses Herrn. Aber was auch immer es ist hier begrenzt. Das ganze Gesicht ist nicht involviert. Sieht aus wie Knollen, ein Rhinophym, ist es aber nicht. Wenn man mir sagen würde, dies ist ein Epithelzellkarzinom, hätte ich das vielleicht auch geglaubt. Aber im Angebot sind unterschiedliche Bakterien. Klebsiella rhinoscleromatis, Lepra, Actinobacter, Syphilis und Tuberkulose. Lepra hätte mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber es ist so begrenzt, ich glaube, Lepra würde mehr als nur die Nase involvieren mit diesen, mit Lepromen. Und es gibt eine Krankheit, die ist am häufigsten in Südamerika, die wird durch Klebsiellen induziert. Und das ist ein Rhinoscleroma. Und das war die Diagnose. Hier ist ein zweites Beispiel bei dieser Dame, Rhinoscleroma, Klebsiella rhinoscleromatis. Die kriegen dann diese komischen Schaumzellen granulomatöse Entzündungen und das geht dann weg mit einer Antibiose. Das ist eigentlich eine Tropenerkrankung in Afrika und Zentralamerika. Rhinoscleroma. Jetzt Lepra, das ist natürlich ein älteres Bild, Gott sei Dank ist das zum größten Teil verschwunden. Lepra würde eigentlich wahrscheinlich mehr als nur die Nase involvieren und hier sehen wir Lepromen zerstreut über das ganze Gesicht. Es gibt unterschiedliche Formen von Lepra, ob es diese Lepromen bildet oder ob es eher Neuronen betrifft. Das ist eine Form von Mikrobakterien, kann man heutzutage ganz gut behandeln, hat eine lange Geschichte. Gibt es noch auf der Welt, gibt es auch in den USA, in Louisiana, gibt es noch Lepra-Patienten. Actinobacter, sollten Sie vielleicht wissen, dies ist auch eine bakterielle Hauterkrankung. Sie ist aufgetaucht überwiegend in dem Irakkrieg und in Afghanistan. Durch Erde, Dreck, Verletzungen, Verwundungen wird das verbreitet. Hier ist eine Notaufnahme in Afghanistan, da will ja auch nicht sein. Aber es gibt 700 Fälle innerhalb US-Militärpersonal und es gibt auch Fälle unter der Zivilbevölkerung, aber das ist eher, sieht aus wie eine Zellulitis und betrifft nicht unbedingt das Gesicht, außer man hat Schrapnell jetzt gerade ins Gesicht gekriegt. Syphilis, wenn es die Nase betrifft, ist es überwiegend kongenitale Syphilis. Bei der Geburt werden die Nasenknorpel und Knochen zerstört. Diese Neugeborenen haben dann typische Zahnveränderungen, die heißen Hutchison's Teeth. Die Zähne sind keilförmig und haben diese Einbeugungen hier, die nicht normal sind. Hutchison's Teeth haben wir alle im Studium gelernt. Sieht man heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank, da müssen Sie sich nicht weiter damit beschäftigen. Aber unter uns Klassikern ist das bekannt, wie das aussieht. Hauttuberkulose war früher ein sehr häufiges Problem. Das nannte man Lupus vulgaris, wenn das Gesicht betroffen wurde. Das sieht man heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Aber hier sehen wir ein Beispiel von Tuberkulose am Ohr bei diesen Patienten und auch an, also Hauttuberkulose gibt's immer noch, aber Gott sei Dank ist das auch rar geworden. Das erste Thema ist ganz wichtig und es geht um die Behandlung des akuten Schlaganfalls. Wenigstens in der mittleren Zerebralarterie und der vorderen Zerebralarterie. Und es geht um eine Technik, ich nenne das auf Deutsch Stent-Thrombus-Berger. Und das ist dann im Prinzip, wird dann erst ein Führungsdraht und dann wird ein Stent-ähnliches Gestell in das Gefäß rein bewegt und der Thrombus wird durch diesen Apparat dann vom betroffenen Gefäß entfernt. Wir haben schon zwei eindrucksvolle Studien in den letzten Monaten über diese Form der Behandlung schon angeguckt. Und mittlerweile sind es 6 randomisierte Studien, wird wahrscheinlich auch hier im Hause gemacht. Diese Patienten werden bewertet durch die Rankin-Skala und die ist ziemlich einfach. Eine 6 ist tot,
eine Null ist keine Symptome und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, kann man sich schon vorstellen, wie das verteilt ist. Und hier sehen wir, diese Patienten hatten einen akuten Schlaganfall, die haben alle eine RTPA-Lyse gekriegt und die Hälfte haben dann zusätzlich mit diesem Stent-System hat man versucht, die Tromben hier rauszusaugen. Und also hier ist die Stent-Thrombus-Barrier-Gruppe, hier ist die RTPA-Alleine-Gruppe und was wir hier sehen ist, diese Gruppe hier hat eindeutig profitiert. Die mit einer 1 oder einer 2 sind in einer größeren Zahl im Vergleich zu der RTPA-Alleine-Gruppe. Sterblichkeit ist auch reduziert und es scheint, dass diese Methode, diese Tromben da rauszupulen, das scheint den Patienten zu helfen. Und das war der Fall bei Männern und bei Frauen und bei unterschiedlichen Altersgruppen und wo sie jetzt gerade aus den USA herkamen. Und es war auch nicht so zeitlich begrenzt und man hat Leute mit eingeschlossen, die schon Symptome hatten, länger als 4 Stunden, was eigentlich was die Vorschrift ist. Machen Sie das hier schon? Hat er das hier auch gemacht? Ich glaube, die ist wirklich einsetzen. Und das sieht ziemlich gut aus. Und die nächste Studie ist was Ähnliches. Hier sind die Patienten mit, sind eingeschlossen, sogar wenn sie Symptome vor 8 Stunden hatten, sind sie hier wieder mit dieser Thrombektomie-Methode behandelt im Vergleich zu der Kontrollgruppe. War auch ein Registeranteil hier in dieser bestimmten Studie. Und wenn wir uns diese Rankin-Skala angucken, dann sieht man mit einem Blick, dass die Thrombektomie-Gruppe besser gefahren ist als die Kontrollgruppe. Ich glaube, die haben hier alle auch RTPA-Lyse gekriegt in dieser Studie. Wenn wir die Patienten jetzt angucken, sieht aus wie Schlaganfallpatienten. Pro Flimmern hatte 30% und sie sind über 65 Jahre alt und unterschiedliche Skalen werden hier angewendet und diese Patientengruppen waren nicht unterschiedlich im Ausgangswert und diejenigen, die dann Thrombektomie unterzogen worden sind, haben profitiert und wenn man hier angeguckt hat, welche Untergruppen, Junge und Alte, haben ähnlich profitiert und wo der Thrombus jetzt lag, ob die Symptome unter 4,5 Stunden oder über 4,5 Stunden waren so, und ob es eine alte Blase gekriegt hat, RTPA-Lyse, ja oder nein. Und also dies, glaube ich, wird sich durchsetzen. Und es gab auch ein Editorial im New England Journal. Und ja, hier ist ein Beispiel. Hier kommt dieser Patient rein, hier ist die mittlere Arterie, Zerebralarterie verschlossen. Und man hat das dann rausgepult. Das ist ja eindeutig, die Durchblutung muss man schon einsehen, ist besser geworden. Und also jetzt gibt es 6 randomisierte, kontrollierte Studien zu diesem Verfahren, die eigentlich ähnliche Ergebnisse erzeugt haben. Das nächste Thema im New England Journal war kardiopulmonale Wiederbelebung. Und wir wissen mittlerweile, wie das geht. Die Methode hat sich geändert in den letzten 15 Jahren. Wenn man jetzt alleine ist, soll man einfach nur drücken. Und das mit Mund-zu-Mund-Beatmung soll man vergessen. Man soll mindestens das Sternum 5 cm runterdrücken, 100 Schläge pro Minute, bis Hilfe kommt. Und wenn man jetzt zufälligerweise im Flughafen Chicago O'Hare ist, ich habe noch keinen in Tempelhof gesehen, da kann man auch so ein Ding hier anfordern. Und Dinger sind einigermaßen simpel, so braucht man einfach nur die Gebrauchsanweise, hoffentlich hat man Gehilfe, so dass man dann auch die Patienten schocken kann. Jetzt die Schweden sind hier führend und die haben ja ein kleines Land, vielleicht haben die eine Bevölkerung von 12 Millionen. Ja, mittlerweile sind 3 Millionen Schweden, erwachsene Schweden ausgebildet in CPR. Und die Frage ist, hilft das bei denjenigen, die reanimiert werden müssen am Straßenrand? Und das wurde in diesem großen Register hier getestet. Also hier sind CPR-Patienten zwischen 1990 bis 2011 hier verglichen. Und hier ist die Hälfte, wo jemand jetzt mit CPR angefangen hat, bevor der Notarztwagen kam. Und hier ist die Gruppe, wo nichts passiert ist, bis der Notarztwagen kam.
scheint so zu sein, dass wenn die Leute über 73 Jahre alt sind, werden sie von der Öffentlichkeit weniger gut behandelt, nämlich die wurden dann weniger, diese Gruppe ist älter als diese. Aber es sind auch andere signifikante Unterschiede, aber klinisch relevant sind die nicht. Hier 30% Frauen hier, 27% Frauen hier. Kardiale Ursachen ungefähr ähnlich in beiden Gruppen, ob sie zu Hause kollabiert sind oder am Straßenrand und ob sie dann später Nachweis auf VT oder VF hatten. Und also diese Variablen sind in den beiden Gruppen eigentlich ähnlich, obwohl es schon signifikante Unterschiede gibt. Aber hier gucken wir zwischen 1990 und 2010 in Schweden, da möchte man gerne da reanimiert werden. In der große, wir sehen hier, dass der Anzahl an ausgebildeten Menschen, um Leute zu reanimieren, ist während dieser Zeit in der roten Linie gestiegen und die machen dann auch tatsächlich was, nämlich die blaue Linie ist die wirklich die Reanimationen und die läuft dann parallel hoch. So kann man folgern, dass Ausbildung der Allgemeinbevölkerung, um mit diesen Patienten umzugehen, hat schon Sinn und es hat die Überlebensrate von so, was mir bekannt ist, so 3% hochgehoben auf mindestens zweimal so hoch. Und das ist erhalten hier, die Daten gehen bis 2009. Und sieht so aus, als wäre das sinnvoll. Und wenn man guckt, wer hier alles reanimiert worden ist, alle Reanimierten haben ähnlich profitiert. Ob sie jung oder alt waren, Männer und Frauen haben auch profitiert. Und was die Ursache nicht kardiale oder kardiale Ursachen haben auch profitiert. Und hier kann man, also es scheint zu sein, dass diese Ausbildung sinnvoll ist und dass in Schweden dann auch so durchgeführt wird, auch am Straßenrand. Das nächste Paper ist toll. Kann man ausgebildete Reanimierer finden mit dem Handy? Und man kann ja heutzutage mit diesen schrecklichen Dingern, man weiß genau, wo die Leute sind und wenn dann in der Zentrale angerufen wird, liegt jemand am Straßenrand, da kann man die Handys dann finden, die dann in der Nähe sind und die kommen die Leute angaloppiert und fangen diese Patienten an zu drücken. Das war die Idee in dieser Studie. Und so haben sie hier eine geblendete, randomisierte Studie durch. Sie haben geguckt, ist da ein Handy in der Nähe und dann wurde eine Münze geworfen, rufen wir den an oder nicht. Und so sind die Leute reanimiert worden, wenn sie eine Botschaft gekriegt haben, sind die Leute dann auch angerannt gekommen. Und also hier sind die beiden Gruppen, hier es geht um ältere Menschen und Männer und Frauen sind hier beide vertreten und ob sie zu Hause waren oder nicht zu Hause waren. Und so hat man versucht zu sehen, ob es sinnvoll ist, Reanimierer per Handy zu kontaktieren. Und dann haben sie auch hier einen Registerteil gehabt, 925 Leute und dann hier sind die Leute mit den Handys, die reanimiert worden sind. Und im Prinzip war es so, dass tatsächlich haben sie Leute gefunden, die dann auch hingaloppiert sind und haben irgendwas gemacht, aber sie konnten in dieser Studie wenigstens noch nicht beweisen, dass das Gesamtüberleben der Menschen beeinflusst hat. Aber es geht in diese Richtung und ich glaube, das ist ziemlich eindrucksvoll. Und obwohl letztendlich ist das Ankommen dieser Freiwilligen, hat die klinischen Endergebnisse noch nicht positiv beeindruckt, aber immerhin, die kommen und wenn man ausgebildetes Personal hat, kann man die auch mit so einem blöden Ding dann heranrufen, sodass wir irgendwas unternehmen. Das ist das vierte Paper im New England Journal. New England Journal wird ja auch jetzt sehr sozial werden und das finde ich alles auch in Ordnung. Und es ist auch ein wichtiges Thema. Es geht um Vergewaltigung von jungen Studentinnen an nordamerikanischen Universitäten, was anscheinend ein Problem ist. Und so hat man in Kanada beinahe 1000 junge Frauen randomisiert. Entweder haben sie eine Broschüre gekriegt, die sie sich diese Abwehr durchführen können, oder sie wurden geschult in Abwehr und zu erkennen, wer ihre Peiniger sein können. Und es geht eigentlich um psychologische Vorbeugung, anstatt dass man denen jetzt
Jiu-Jitsu beigebracht hat. Übrigens, viele konnten das schon, was Jiu-Jitsu anbelangt. Aber wenn wir uns diese jungen Frauen angucken, hat mich interessiert, die Hälfte waren sowieso in einer festen Beziehung. Und also dies waren nicht junge Frauen am Lebensanfang, die hatten schon eine Ahnung. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was hat man mit denen tatsächlich gemacht. Und da muss man in Supplement gehen, um herauszufinden, was die in Wirklichkeit gemacht haben. Und da waren unterschiedliche Schulungspunkte, habe ich dir aufgetragen. Und wenn Sie das interessiert, dann können Sie dann in die Datei gucken. Und Ratschläge, die dann gegeben worden sind und dass man Protokoll führen soll, sodass man Beweismethoden hat und wer die Peiniger sein könnte, hat mich auch ein bisschen gestört. Traditionelle sexuelle Angriffe muss man zum Beispiel von Professoren und Vorgesetzten muss man. Dann hat mich auch interessiert, wie wurde denn das Endergebnis dann festgestellt, und das war durch einen Fragebogen. Natürlich, das ist eine schwierige Forschung, aber man hat geguckt und anscheinend hat die Resistenzgruppe, die Abwehr, in Abwehr ausgebildet worden ist, die sind dann über 12 Monate in dieser Studie sind besser gefahren als die Kontrollgruppe, die nur mit einer Broschüre ausgestattet worden ist. Okay, dann die Fälle von letzter Woche. Hier sind diese unklaren Genitalien bei diesem kleinen Kind. Wir können hier sehen, dies ist ein kleines Mädchen und die kam rein, wie wir hier erfahren, mit einem Kalium von 7,4 und hatte einen Nachdruck von 125 und hatte sehr stark erhöhte 17-Hydroxyprogesteron-Werte, was darauf hinweist, dass sie konnte nicht Progesteron in Aldosteron und Cortisol umwandeln. Nämlich dazu ist eine funktionsfähige 21-Hydroxylase notwendig, um diesen Schritt durchzuführen. Und sie hatte auch eine 21-Hydroxylase-Defizienz und in diesem kleinen Fallbericht können Sie darüber erfahren. Und auch hier gezeigt wurde dieses Kleinkind. Dies kannte ich eigentlich nicht. Dies ist bei 3 Monaten. Und dieses kleine Mädchen hat geschwollene externe Genitalien. Und bei der hat man auch unterschiedliche Sachen gemessen. Und ihre Östrogenwerte waren bis zum Dach. Und die hatte 2 Ovarialzysten. Es gibt sogar in diesem Alter Ovarialzysten, die Östrogen produzieren können. Die führen dann zu solchen Veränderungen. Die produzieren auch Östrogen in Utero schon, sodass man dies im Kreißsaal oder bei der Geburt feststellen kann. Und das kann man mit Ultraschall natürlich diagnostizieren und es gibt gute Behandlungen dafür. Dann der Fall in New England Journal. Es geht um eine 41-jährige Frau und die hat Doppelbilder. Und außer man hat Doppelbilder in einem Auge, sind Doppelbilder immer was Böses. Und man muss in der Notaufnahme klinisch sein, um gut genug sein, um Doppelbilder aufarbeiten zu können, was man in der Regel mit einer Taschenlampe ganz gut machen kann. Also die hatte Doppelbilder und hatte auch ein paar andere Symptome. Hatte so ein Schmerzen um die Augen, konnte das nicht ganz einordnen. Da hat sie natürlich Bildgebungen gekriegt und hier sehen wir beide Augen. Und wir sehen hier auch, hier ist eine Schwellung hier, dass vielleicht die Augenmuskulatur hier beeinträchtigen könnte. Am Aussagen diese CT-Untersuchung, was wir hier sehen, ist, die Ethmoid-Luftzellen sind voll mit irgendeinem Zeug. Also dies ist eine Sinusitis. Und dann muss man sich vorstellen, wie kann diese Sinusitis die Augenmuskulatur beeinträchtigen? Und was könnte hier die Differentialdiagnose sein? Und das wird hier diskutiert und hier ist die klinische Untersuchung und was man hier macht, ist, man benutzt eine Taschenlampe, sodass man den Lichtreflex in beiden Augen sehen kann. Und wenn sie gerade ausguckt, dann sieht man den Lichtreflex auf beiden Pupillen, der ist gleich. Aber dann, wenn sie nach oben guckt, wenn sie nach links guckt, ist es immer noch okay, aber nach rechts ist es natürlich nicht okay. Hier ist der Augenlichtreflex hier drüben und hier ist es in der Mitte der Pupille, weil sie diesen Absolutsens nicht bedienen kann. Und wenn sie nach unten guckt, sind die Lichtreflexionen auch nicht gleich.
So kann man folgern, dass irgendwas mit diesem linken Auge los ist, dass diese Augenmuskulatur nicht richtig bewegen kann. Und dann, wenn es irgendwas in den Ethmoidalzellen ist, dann kann es entweder entzündlich Infekt sein oder ein Tumor. Und hat der Diskutant dann über Mukormykose, das ist eine Sprosspilzinfektion, aber das passiert eigentlich nur bei Leuten, die immunsupprimiert sind oder Diabetes mellitus haben oder Dialysepatienten, die Desferoxamin gekriegt haben aus irgendeinem Grund. Das war unwahrscheinlich bei dieser Frau, die sonst nichts hatte. So muss man sich überlegen, okay, was für Zellen sind denn da? Na, wahrscheinlich lymphoide Zellen. Und was machen die? Lymphom. Und so hat man diese Zellen bioptiert und sie hatten großzelliges B-Zell-Lymphom und dieses Lymphom exprimiert CD30 und CD10 und dann hat sie Erbstoff gekriegt und das ist alles weggegangen. Interessante Diskussion, man muss Doppelbilder aufarbeiten können. Die Doppelbilder sind dann weggegangen. Hier ist eine Frage für Sie. 45-jähriger Mann kommt rein mit Husten seit 10 Tagen man kommt auf die Idee, dass er vielleicht Keuchhusten haben könnte. War wahrscheinlich in Kontakt mit Kleinkind, das das hatte. Und wie sollte man Keuchhusten bei einem Erwachsenen behandeln? Und dann im Angebot sind Albuterol, finde ich nicht so doll. Levofloxacin wird wahrscheinlich auch gehen. Was dieses andere, dieser Dextromethorphan-Sirup ist, keine Ahnung. Oseltamivir würde mir auch nicht einfallen, aber Azithromycin ist die richtige Antwort. Und das ist auch ziemlich preisgünstig und das sollte man verordnen für eine Woche und dann sollten die Keuchhusten weggehen. Dann in Lancet ist diese Patientin, erstens, dies ist ein portables Röntgenbild. Und beinahe alles, was man da feststellen kann, ist ein Pneu da, ja oder nein. Die Qualität ist schrecklich. Diese Patientin ist hier halb im Liegen. Und was kann man denn hier sehen? Man kann sehen, es ist okay, es sind Erwachsenen, Epiphysen sind zu, sehe keine Knochenbrüche. Was auffällig ist, ist, kann man wahrscheinlich mit 100% nicht sagen, aber dieses Mediastinum sieht schon ziemlich merkwürdig aus. Obwohl, sonst kann man mit diesen portablen Röntgenbildern kaum was anfangen. Dann haben wir im Angebot, was sollen wir machen? Und intravenöses Esmolol, das ist ein sehr schnell wirkender Beta-Blocker, intravenöses Natriumprussid, sollte man eine systemische Lyse geben oder sollte man einen Chirurgen anrufen? Eines, was man nicht machen sollte bei so einem Röntgenbild, ist eine systemische Lyse zu geben, weil dies könnte ein dezierendes thorakales Aortenaneurysma sein und dass diese anderen Sachen könnte man sich alle vorstellen, Chirurgen zu rufen ist immer eine gute Idee, aber eine Lyse würde man einem Patienten mit einem dissozierenden Aortenaneurysma nicht geben. Dann ist da auch ein ganz schickes Echo da. Ich habe noch nicht gelernt, wie man diese Animationen runterlädt. Das könnte ich mir vielleicht auch irgendwann aneignen. Aber hier kann man das in dem Videokit dann angucken und dies ist ein Schluck-Echo und dann ist ein transthorakales Echo, aber man kann dann eindeutig sehen, Aorteninsuffizienz und dass dies ein dissozierendes Aortenaneurysma ist. Dann war noch ein Bild im Lancet und dieses ein Abdomen, Übersichtsabdomen und man kann ja sehen, okay, hier sind die beiden Querstelle und hier ist das Herz hier oben, also das ist ein kleines Kind. Und dann ist die Frage, naja, haben wir hier Luft im Peritoneum hier oder ist diese Luft hier im Dickdarm? Und wenn wir hier vorsichtig gucken, dann können wir diese australen Markierungen schon sehen. Das würde dann hinweisen, dass dies tatsächlich Dickdarm ist und nicht unbedingt eine Perforation. Und dann gucken wir uns diese Geschichte an und dieses ist ein Beispiel von Hypoganglionose. Das heißt eine Form von Morbus Hirschsprung, was dieses junge Kind hatte und ist dann entsprechend operiert worden und das ging dann okay. Erste Thema, Morbus Gaucher. Und es gibt unterschiedliche Sorten von Morbus Gaucher. Das ist eine lysosomale Speichererkrankung, wo Glucoceramid
angereichert wird, weil die Glucocerebrosidase nicht richtig funktioniert. Und dies ist natürlich eine schreckliche Krankheit und heutzutage kann man das Enzym tatsächlich ersetzen. Das ist so ein bisschen wie die Behandlung von Morbus Fabry, kostet ein Schweinegeld und ob es den Leuten wirklich langfristig hilft, ist schwer festzustellen, nämlich wer kann schon 200 solche Patienten randomisieren. Aber das ist eine Strategie, ist das Enzym zu ersetzen. Eine andere Strategie wäre es, ein zweites Produkt geben, sodass die Glykosphingolipid-Synthese gebremst wird, sodass weniger von den Vorprodukten produziert wird. Und das ist, was in dieser ersten Studie gemacht worden ist. Diese sind Patienten mit Morbus Gaucher. Die kriegten alle erstens Enzymersatz, Enzyme Replacement Therapy, und dann sind sie randomisiert worden zu diesem selektiven Inhibitor von Glucoceramid-Synthase. Und die Hypothese war es, dass diese zweite Angriffsform oder Therapie diese Krankheit in Schach halten würde. Man hat Milzgröße gemessen und unterschiedliche anderen Sachen, um das feststellen zu können. Und tatsächlich sind 106 Leute in dieser Gruppe und 53, wo diese Enzymtherapie weitergefahren ist. Das sind viele, finde ich. Diese Krankheit ist nicht häufig, aber diese Leute haben ja alle Supportgruppen, die unterstützen sich gegenseitig und die werden alle erfasst und so kann man solche Studien durchführen. Und ich wollte Sie nur daran erinnern, im Knochenmark kann man diese Gaucher-Zellen finden. Das sind diese Vorläufer, die dann gefüllt sind mit diesem Ceramid. Und diese Kinder können riesige Milzen kriegen und die Leber ist auch vergrößert. Und wenn wir hier angucken, wie vergleicht sich Eglustat mit Imiglucerase und mit diesen unterschiedlichen Endpunkten sind diese Ergebnisse eigentlich ähnlich. So könnte man auf diese zweite Strategie ausweichen bei diesen Patienten oder vielleicht in der Zukunft vielleicht beides geben, um diesen Kindern zu helfen. Und hier hat man auch Milzvolumen gemessen und Lebervolumen gemessen und AB-Konzentrationen und Fettchen. Und das Endergebnis war mit diesen beiden Therapieformen bei diesen Patienten über den Verlauf von einem Jahr ähnlich. Dieses, wer kriegt denn im Haus noch Digitales? Habt ihr einen Patienten, der Digitales kriegt? Ein oder zwei. Ab und zu kommt es vor. Ja, ich bin mit Digitales aufgewachsen und ich habe allen Digitales gegeben. Wurde mir so beigebracht, dass es was Tolles wäre, gerade um Vorhofflimmern zu behandeln, um die Frequenzkontrolle einzubremsen. Ja, was man in dieser Studie gemacht hat, ist, dies ist nicht randomisiert jetzt. Diese Leute sind randomisiert worden zu Warfarin oder Rivaroxaban bei Vorhofflimmern. Dann hat man nachträglich geguckt, wie sind denn die Leute gefahren, die zufälligerweise Digoxin gekriegt haben, im Vergleich zu Patienten, die kein Digoxin gekriegt haben. Ja, sieht man schon, ich meine, diese Leute sind nicht randomisiert zu Baseline Digoxin oder No Baseline Digoxin, und da sind schon signifikante Unterschiede hier, aber ich glaube, es spielt klinisch keine Rolle. 72 gegen 73, 42% Frauen gegen 38% Frauen, Chad Score waren gleich, BMI etwas unterschiedlich, aber ob 24,7 unterschiedlich ist von 25,3 würde ich bezweifeln, aber okay. Jetzt gucken wir, was mit den Leuten passiert ist. Und was wir hier sehen, all-cause mortality, ob die gestorben sind oder nicht. Und die Digoxin-Leute sind häufiger gestorben, als die, die kein Digoxin gekriegt haben. Und die einen Kreislauftod erlitten, das war auch häufiger bei der Digitalis-Gruppe. Und die einen plötzlichen Herztod, das kann ich mir vorstellen, war auch häufiger bei der Digitalis-Gruppe. Und aber ob sie ins Krankenhaus angewiesen werden mussten, war nicht unterschiedlich. Wahrscheinlich von dieser Fall, diese Leute schon zu Hause gestorben. Ich weiß es nicht. Aber dieses Ergebnis legt die Idee nahe, dass Digitales vielleicht nicht so eine tolle Idee ist. Auch bei den Patienten mit Vorhofflimmern muss man im Kopf behalten, dass
Vielleicht verlängert, vielleicht verkürzt Digitales das Leben. Kann auch sein. Wird man wahrscheinlich heutzutage nie wieder testen. Aber in der DIGH-Studie, wo man geguckt hat, ob Herzinsuffizienzpatienten durch Digitales geholfen werden sind, konnte man das auch nicht nachweisen. Ja. Ja, wir dachten, wir taten ihnen was Gutes, hätten die wahrscheinlich flitzen sollen. Aber ich glaube, Digitales wird verschwinden. Und hier wieder mal die Frage, wie lange soll man eine doppelte Antiplättchentherapie machen bei KHK-Patienten? Sind die wirklich geholfen, ob die Therapie 12 Monate ist oder länger als 12 Monate? Ich finde die Frage nicht so spannend. Sie haben schon 6 Studien über dieses Thema gesehen. Aber hier ist eine große Auswertung von 8 solcher Studien. Und dies ist so grenzwertig interessant, aber so spannend finde ich es auch nicht. Jetzt, ob es Stenthrombose bremst, das tut es in der Tat, in der Analyseauswertung. Ob dadurch Schlaganfall verhindert wird mit der Doppeltherapie, scheint nicht der Fall zu sein. Non-cardiac death, als würde diese Antiplättchentherapie vielleicht Autounfälle auslösen oder Krebserkrankungen oder weiß der Teufel was, aber das ist höher in der doppelten Plättchentherapiegruppe aus irgendwelchen unerklärbaren Gründen. Und die konnten mir das auch nicht erklären. Und das bedeutet, dass Gesamttod sieht eigentlich ein bisschen schlechter aus in der Doppelgruppe im Vergleich zu den, die es nur für 6 bis 12 Monate gekriegt haben. Und Cardiac Death ist dadurch nicht geholfen. Macht damit, was ihr wollt. Ich weiß auch nicht, was man mit dem Zeug machen soll. Wahrscheinlich die billigere Lösung. Ah, die haben das zusammengemischt. Die meisten Studien waren 12 Monate gegen 24 oder 36 Monate und dann haben sie auch die 6 gegen 12 reingeschmissen, was wahrscheinlich auch nicht koscher ist. Dann ist die Frage, ob macht ihr CT-Angiographie hier, Corona-Angiographie? Bringt das was, war hier die Fragestellung. Und in Schottland hat man diese Leute zu Standard Care, was in Schottland kein CT beinhaltet, und CT plus Standard Care randomisiert. Also hier ist übliche Behandlungsweise bei diesen Patienten, die dachten, sie hätten Angina Pectoris im Vergleich zu CT plus üblicher Behandlungsweise. Und wir gucken uns die Leute an, und okay, 57 Jahre alt und BMI sind alle ein bisschen zu dick. Vorflimmern war da auch, aber nicht sehr häufig. Und was wir alles so hatten, ist hier dargestellt. Sieht so aus wie übliche Patienten in diesem Alter. Und was wir hier sehen, ist die Anwendung von, erstens, was hat man hier gefunden? Und hier könnt ihr diese Calciumwerte angucken, niedrig, hoch oder mittel. Und wir können gucken, wie sahen die mutmaßlichen Coronarstenosen aus bei diesen Leuten. Und tatsächlich haben sie Sachen gefunden, und so ein Gefäß, zwei Gefäße oder drei Gefäßerkrankungen. Und was sie sonst noch gefunden haben, Klassifizierung der Aorta oder Mitralklappe oder großem linken Vorhof. Und das ist alles hier angegeben. Und was wir hier sehen, ist, dass dieses extra CT hat die Anzahl an Patienten, die wahrscheinlich KHK haben, vergrößert und die Anzahl an Patienten, die keine KHK wahrscheinlich haben, auch vergrößert. Und das ist wohl der Vorteil von dieser Untersuchung, nämlich es deutet darauf hin, dass tatsächlich das Endergebnis war in der CT-überwachten Gruppe besser. P ist 0,0527. Und ob sie jetzt KHK, Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall kriegen, sieht auch besser aus bei der Gruppe, die CT-Untersuchung bekommen haben. Und ob sie dann revaskularisiert werden, ob sie Revaskularisierung bekommen haben, war auch in diesen Gruppen, die CT-Gruppe ist blau und die Standardgruppe ist rot. Dies ist auch
Das ist alles ein bisschen grenzwertig signifikant, aber es ist ziemlich, sieht so aus, als wäre diese zusätzliche CT-Untersuchung sinnvoll und würde diesen Patienten was bringen. Dann wieder ein großes Thema, wenigstens nicht in Deutschland, aber anderswo, kann man in kompletten Spontanabort mit Hebammen behandeln oder müssen die zum Doktor? Und um das zu machen, hat man hier diese Patientinnen dann ran und besiegt, Midwife oder Physician. Und das sind alles langweilige Tabellen, aber was wir hier sehen, ist, die Hebammen waren nicht schlechter als die Doctors. Für diese Sorte von Versorgung, die in Uganda, das ist ein häufiges Problem da, und das ist, und da sind wenig Doctors, und die Hebammen kommen schon mit Misoprostol hier gut zurecht und haben diese Patientinnen eine gute Versorgung da gewährleistet. Dann ist ein Review über Adipositas, aber da habe ich auch nichts weiteres gelernt. Die Regierung soll mehr machen. Zum Beispiel Food, Environment, Ernährungssysteme, Verhaltenstherapie wird hier alles diskutiert. Nichts Neues, dass die kleinen Kinder dann die Äpfel greifen, anstatt nach den Mars Dingern, wäre eine gute Idee, und wie man denen das herantragen kann, hat mir nicht sehr geholfen. Sieht so aus, als wäre es eine chirurgische Krankheit. Dann, hier ist ein bisschen Diagnostik von dieser Mumie. Die kann man jetzt alle durch ein CT schieben, um zu sehen, warum die gestorben sind. Und dies ist eine Mumie vom Kleinkind. Die kommt eigentlich aus Südamerika. Die ist beinahe 4.500 Jahre alt. Und man hat sie durch so ein schickes Siemens-CT geschickt, um herauszufinden, was mit der los ist. Und was wir hier sehen, ist, sie hat einen aplastischen linken Ventrikel. Und so konnte man nach 4.500 Jahren die Diagnostik bei diesem kleinen Kind durchführen und zu einer Diagnose kommen. Und ich sage immer, lieber spät als nie. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Das war's für heute.